Ein Karzer ist ein sogenanntes Gefängnis der Universitäten. Hier saßen Studenten für geringere Vergehen ein, denn die Universitäten hatten eine eigene Gerichtsbarkeit. Dazu gehörten, zu diesen Vergehen gehörten zum Beispiel Lampen zu zerschlagen oder betrunken durch die Stadt zu reiten und zu randalieren. Und das gehörte für einen Studenten auch dazu, hier einzusitzen. Ein Karzer bestand immer aus mehreren Zellen. Der Karzer der Universität Jena ist ein sehr besonderer Karzer, weil er einmal anders aussieht als die meisten anderen in Deutschland, wo man eher Gemälde von Burschenschaftswappen und Inschriften, Ritzungen sieht. Hier ist eine komplette Ausmalung vorhanden von einem einzigen Künstler, Disterli, einem Schweizer Karikaturisten, der 1822 den Karzer hier ausmalte, als er zwei einsitzende Freunde, Kollegen, Studentenkollegen besuchte. Diese Zelle ist die einzige, die noch erhalten ist in Jena. Der Karzer selber in diesem Gebäude der medizinischen Fakultät stammt aus dem 18. Jahrhundert und es waren viel mehr Zellen. Karzer selber gab es in Jena schon seit dem 16. Jahrhundert, aber in anderen Gebäuden. Also es ist nur noch eine einzige Zelle vorhanden, aber die ist von der Ausmalung her sehr besonders. Wenn man in diese kleine Karzerzelle tritt, fällt einem sofort, springen einem diese vollflächig auf der Wand gemalten Gestalten ins Auge. Disterli hat nämlich Karikaturen gemalt, Szenen, die in Anlehnung an römische Legenden Personen aus dem Jenaer Leben darstellen. Zum Beispiel Raub der Sabinerin, da ist eine Szene auf dem Markt dargestellt, wo Männer feiern, sich vergnügen, sich prügeln, Frauen davonschleppen, die das anscheinend nicht so lustig finden. Auf anderen Szenen sind dürre Geistliche dargestellt, Teufel, Goethe mit runzliger Stirn als Karikatur. Drei Wände sind vollflächig bemalt. Die werden jetzt auch durch die Reinigung noch besser sichtbar als vorher. Die vierte Fensterwand, da sind viel Schäden zu verzeichnen, aber unter UV-Licht konnte man sehen, dass da auch noch zwei Gestalten zu erahnen sind. Meine Aufgabe die nächsten Wochen wird sein, hier Putze- und Malschichten im Karzer zu konservieren. Das heißt, Hohlstellen, die von beweglichen Putzschalen zu hinterfüllen, Risse zu schließen, Malschichten zu festigen, Risse zu kitten und dann am Ende die gekitteten Stellen zu retuschieren, sodass sie die Malerei nicht stören. Die erste Maßnahme war auch eine komplette trockene Oberflächenreinigung des Karzers, sodass man die Malereien wieder besser erkennen kann. Der Schmutzschleier ist weg und auch die aufsitzenden Schadstoffe und Rußpartikel sind damit entfernt. In Jena bestand ja lange Zeit der Mythos, Disterli hätte hier mit seinem eigenen Blut und Kot gemalt, während er hier Insasse war. Das erste stimmt ja schon mal nicht, denn er hat zwei Kommilitonen besucht, die hier saßen. Das steht auch im Text sogar, den er selber verfasst hat. Und mit dem zweiten Mythos hat die Farbanalyse aufgeräumt, denn dieses braun-gelbliche sind Erdpigmente, Ockerpigmente, ganz gängige Farbmittel, die er mit Leinöl und mit Kalkasein auf der Wand vermalt hat, vermutlich an einem Tag. Hier über der Tür kann man wirklich diese Inschrift von Disterli lesen. Während wir hier uns aufhielten, wir Demet und Specht, wurde dieses Zimmer tapeziert von Disterli aus der Schweiz, den 30. Juli 1822. Also besser kann man eine Datierung eigentlich nicht haben.